Hallo, herzlich willkommen bei Silverwoman. Heute mal wieder so ein Tabuthema, weil es geht um ein kleines Problemchen in den Wechseljahren der Frau. Scheidentrockenheit. Viele, viele Frauen berichten, dass sie ja das Gefühl haben, die Haut rings um die Scheide, gerade im unteren Bereich zum Damm hin, die fühlt sich an, als wäre die wie aus Pergamentpapier und eventuell auch ab und zu mal so kleine Risse, weil beim Pipi machen brennt es. Und wenn man einen Frauenarzt fragt, dann sagt er, ja Mädel, dein Östrogen- und Hormonhaushalt ist halt nicht mehr das, was er mit 20, 30 mal war. Und da musst du dich jetzt dran gewöhnen oder du musst so ein bisschen was dagegen tun. Was kann man dagegen tun? Also natürlich gibt es dann in der Toilette beim Frauenarzt solche Pröbchen. Die habe ich übrigens probiert, habe ich mir in so eine Labordose abgefüllt. Und was macht sie? Sie ist flutschig. Ja, das hier habe ich mir im Drogeriemarkt gekauft. Was macht sie? Sie ist flutschig. Ja, ich trage mal hier so ein bisschen auf aus der Tube. Ist halt, ich sag's jetzt mal platt, eine nasse Creme. Nicht so, dass das nachher an der Unterhose einen nassen Fleck gibt, aber es fühlt sich einfach feucht an und ist vielleicht das, was man braucht, wenn es feucht und flutschig sein soll. Aber das hilft uns nicht weiter. Davon wird die Haut dadurch nicht so, wie sie mal war. Sie wird auch wahrscheinlich nie wieder so, wie sie mal war. Aber ich habe dann mal verschiedene Dinge gelesen und habe hier bei der Roxy einen Hinweis gefunden, wie man die Sache vielleicht doch wieder in den Griff bekommt. Man nehme Kakaobutter, hat einen herrlichen Duft, kann man bestellen. Ich habe so einen 200 Gramm Beutel bestellt, das sind so kleine Tröpfchen, das muss man dann schmelzen. Und dazu soll Fenchelöl, das habe ich jetzt noch nicht hier, das ist unterwegs, und Avocado. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass man da die Avocado da reinmatschen soll. Ich denke mal, das soll Avocadoöl sein und auch das ist auf dem Weg. Das heißt, du schmilzt dann die Kakaobutter, ein bisschen Fenchelöl, ein bisschen Avocadoöl, dann schön durchrühren und dann gibt es eine Creme, die man auftragen kann. Und das soll dann helfen, auch so ein bisschen was zu bewirken, dass das nicht nur mal flutschig ist und dann ist es wieder wie vorher, sondern das soll besser durchblutet werden, wieder ein bisschen mehr Grip bekommen. Ach, wie soll ich es in Worte packen? Soll einfach ja wieder so ähnlich werden wie halt vor ein paar Jahren. Und dann steht da noch etwas ganz Wichtiges dabei, in Verbindung mit keinen künstlichen Hormonen, sondern Isoflavonen. Das gibt es aus dem Rotklee, aus Soja, also aus ganz verschiedenen Produkten und Boxhornklee. Ne? Gibt es da so ein schönes Sprichwort mit Boxhorn. Riesendose und ich werde es einfach mal machen, weil selbst wenn es nichts bringen soll, kann es nicht schaden. Und ich mache ja immer gerne mal solche Tests. Und das ist ja eine Kombination zwischen einer Creme, die man selber herstellt, aus ganz natürlichen, ohne Zusatzstoffen, damit das frei von Chemie ist, weil das ist ohne Chemie, Kakaobutter. Und Fenchelöl und Avocadoöl auch. Und bitte immer nur eine kleine Menge anmischen, weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel dieses Töpfchen dann voll hat, dann geht man ja meistens doch mit dem Finger rein. Klar, man hat sich vorher die Hände gewaschen, aber immer wieder frisch anmischen ist besser als so ein Vorrat für ein ganzes Jahr. Und das werde ich jetzt, wie gesagt, in Angriff nehmen und Isoflavon und Boxhornklee mal dazu nehmen. Als Hormonersatz. Also das hier
ganz wichtig, sind keine Hormone. Natürlich könnte man jetzt auch Hormone nehmen, aber die einen sagen, ja, das ist gut, und die anderen sagen, besser nicht. Ich bin eher Fraktion Hormone nehmen, besser nicht. Und wenn man das damit mit natürlichen Dingen in den Griff bekommen hat, ja, ich bin gespannt, weil, wie gesagt, jetzt fühlt sich's noch ein bisschen an wie, ja, Pergamentpapier ist übertrieben, aber eben dünner. Dünner und empfindlicher. Hast du einen Tipp? Übrigens, ich habe vor, nochmal irgendwann jetzt, wenn es wieder mal klappt, zur Andrea zu fahren, zur Andrea Mohr, Spezialistin für Frauenheilkunde. Und hättest du da Lust drauf? Nochmal noch so ein paar Filmchen? Was gäbe es für Themen? Aber da frage ich nochmal separat. Und da wird sie uns bestimmt auch nochmal tolle Sachen in dieser Richtung verraten können. Jedenfalls, wie gesagt, das hier bei der Roxy gelesen. Ist für mich ein bisschen trocken, durchzukommen durch dieses Buch. Aber selbst wenn nur ein Tipp geholfen hat, ja, dann hat sich das Buch doch schon gelohnt, ne? Scheidentrockenheit in den Wechseljahren. Was ist da dein Geheimrezept? Wir würden uns alle freuen, wenn wir hier eine richtig schöne Sammlung bekommen. Weil vielleicht sagt der eine, boah, Fenchelöl, nee, das ist so gar nicht meins. Und sagt, liest dann bei der anderen, oh, das, ja, das probiere ich dann mal aus, ne? Kokosöl kann man bestimmt auch nehmen. Aber wie gesagt, es soll ja wieder so ein bisschen aufgebaut werden. Und ich denke mal, das hier ist dann eine gute Sache. Ich werde es mal 2 Monate machen und dann berichten. Vielen Dank für deine Hilfe, hier ein bisschen dazu beizutragen, ganz, ganz viele Informationen zu sammeln. Über den Daumen hoch freue ich mich wie immer. Tschüss.